Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch diese Palette mal vorstellen. Ich habe ein paar Farben auf mein Auge benutzt und wollte jetzt einfach mal mit euch quatschen, wie immer. Ich habe immer zu viel zu erzählen und ich würde sagen, wir fangen auch direkt. Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch, ich wollte mit euch neue Sachen ausprobieren und zwar einmal die Soft X Palette. Die neue, das ist die zweite Kollektion. Ich finde schon mal das Design ganz, ganz toll. Und die hat auch wirklich wunderschöne Alltagstöne, sowie auch ein paar Farbkleckser. Das wollte ich mit euch ausprobieren. Und diesen Pinsel hier, den finde ich richtig cool. Also coole Idee, den so Kabuki festzumachen. Ja, und des Weiteren werden wir einfach sehen, wo wir hinkommen. Ich habe ihn nicht gewaschen, Schande über meinem Haupt, aber ich wollte ihn jetzt testen, weil die Dinger trocknen immer ewig. Ja, da bin ich einfach mal gespannt, wie diese Palette sein wird. Und das gibt so ein Style and Talk, kennt ihr ja, ich mag das eh nicht mit Musik unterlegt. Ich fange wieder an mit diesem Primer, den finde ich ganz nett. Kann ich nichts sagen. Ich habe jetzt wahrscheinlich zu viel Pumper genommen. Also der Findel. Ihr seht, ich habe ein Bindi. Ich habe mich selber zu Inderin gemacht. Ich habe gestern ein paar Pickel gedrückt. Ich bin da so ein Spezialist. Ich kann meine Pickel nicht lassen. Ich kann sie nicht Pickel lassen. Man muss da dran rumfummeln. Es geht einfach absolut nicht. Heute ist wieder 45 Grad im Schatten. Sag mal, wollen wir diese Tropfen mal ausprobieren, mit in die Foundation zu mischen? Also ich gebe mir zwei Pumper von der L'Oreal Foundation, Perfect Match, und ein Mini-Tropfen. Versuche ich mal. So. Na, das gesehen, in der Mitte. Und das versuchen wir jetzt einfach mal aufzutragen, damit wir einen wunderschönen Glow haben. Ich liebe, glaube ich, den Pinsel jetzt schon. Er schmiegt sich so der Haut an. Das ist unglaublich. Ja, ich bin gleich eigentlich verabredet. Eine Freundin sollte von mir kommen. Es ist 9:30 jetzt. Die kommt irgendwann demnächst. Ich freue mich mega. Ich habe sie schon wieder monatelang nicht gesehen. Das geht immer rucki-zucki. Ja, dass man sich eben nicht sieht. Ich habe auch meinen Beauty-Blender zur Hand und einen Spiegel habe ich irgendwie... Ja, wo ist mein Spiegel? Man kann das auch so schön hier eintupfen. Man merkt, dass die Foundation... Da ist mein Spiegel. Ja, ich liebe diesen Handspiegel. Habe ich schon seit Jahren. Ich habe den, glaube ich, mal beim Flohmarkt erworben irgendwie. Also von dem Glow weiß ich nicht, ob ich da was sehe großartig. Weil ich ja doppelt Glow habe. Der Pinsel verliert aber Haare. Ich hoffe nicht, dass es allzu stark ist. Ja, die Foundation ist eigentlich mega gut eingearbeitet, muss ich sagen. Keine Streifen, keine Flecken. Ich muss sagen, ich mag diesen Brush hier sehr, sehr. Echt, kann ich euch empfehlen. Also das, was er jetzt mit der L'Oreal Foundation gemacht hat, ein Hit. Gell? Gell, gell, gell. Ja, ja. Das einzigste Manko an diesen Tropfen ist, dass es Glas ist und mir ständig alles aus den Händen fliegt. Wie soll es auch anders bei mir sein? Ich benutze den von BH Cosmetics nochmal, um zu gucken, wie der einfach ist. So, ich arbeite den jetzt erstmal auf der einen Seite ein. Und dann auf den nächsten, weil letztes Mal hat sich das nicht so gut auftragen lassen. Das ist 2 Tage her, glaube ich, als ich das Video hochgeladen habe. Mal gucken. Ich habe sehr viele Videos. Ich komme öfters mal nicht zum Schneiden. Und manchmal sind einfach die aktuellen mir lieber. Ja. Es ist die 105. Und die Foundation habe ich in der 102. 205. Also 100 Nuancen. Also der Concealer wirkt für mich sehr, sehr deckend.
Aber auch so ein bisschen pastös. Ja. Wie soll man es anderes sagen? So. Auch hier am Hals ein bisschen lang gehen mit den Blender. So, dann würde ich sagen, schließe ich mal mit den Augenbrauen los. Wieder mal das Kit hier, das Flawless. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Also ich müsste mich ja eh richten, ne? Ihr kennt das Spiel ja schon. Ich müsste mich eh richten und deswegen habe ich gedacht, wieso sollte ich euch nicht mitnehmen, wenn ich kurz mal eh mir die Zeit nehme. Ja, also, gestern hatte ich überall angerufen, wo ich mir schon seit Wochen vorgenommen hatte, anzurufen. Ja, ich bin gespannt. Im August habe ich nochmal eine Nachsorge wegen dem Pappabstrich, weil der ja wieder nicht so gut war letztes Mal oder die OP nichts gebracht hat, trotzdem nicht. Und das Gewebe ziemlich schlecht war, was er abgeschnitten hatte. Das hat er ja durchgeguckt und das war tatsächlich sehr schlecht. Und ja, ich bin einfach gespannt, wie das des Weiteren einfach verläuft. Den Tag gemacht hat, brennt so wie Hölle. Heute habe ich mich rasiert, ein Bein vergessen, eins nicht. Ja, bei mir läuft's. Naja, jetzt laufe ich mit einem rasierten Bein und einem unrasierten Bein rum. Aber das ist ja eigentlich Schnuppe. Für mich egal. So, wir setten jetzt einfach mal das Gesicht. Denn mit einem ungesetteten Gesicht ist ein bisschen doof. Dieses, ja, mein weiterer Weg. Ich bin so glücklich, wirklich, dass ihr so viel Kommentare hinterlassen habt zu dem und dass ihr das auch positiv aufnimmt, dass ich so viel von mir erzähle, weil das ist ja das, was mich beschäftigt. Also es ist nicht immer rosig, wie es aussieht. Ich könnte ja auch hier, ne, aber das bin ich nicht. Ich laufe, ich will gar nicht wissen, wie ich reflektiert aussehe, wenn ich draußen bin, dass ich so frustriert bin, dass es gerade nicht so gut läuft. Und klar, ich kann trotzdem lachen. Das ist nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit nur da sitze und heule. Bei mir kommen gar keine Tränen gerade, weil es mir einfach das auch zu viel ist. Also ich kann keinen Zusammenbruch jetzt gebrauchen, denn ich habe einiges vor, in meinem Leben ein bisschen anders zu strukturieren. Ja. Und dass ihr seid halt einfach mega die Unterstützung, weil ich einfach mich hinsetzen kann, einfach sagen kann, okay, ich schalte jetzt ab, ich komme jetzt zu euch, tu ein bisschen mit euch quatschen, dann geht es mir schon besser. Meine Seele ist dann ein bisschen befreiter, kann man sagen. Und dann läuft es auch ein bisschen besser. Klar, vielleicht, ich brauche kein Mitleid, um Gottes Willen, das will ich überhaupt nicht. Aber das ist wie so meine ruhige Oase, dieser Platz hier, der mir auch eigentlich zu viel ist, weil es einfach sich anhäuft und ich die ganze Zeit kein Video hochladen konnte. Das setzt mich schon selber, ich setze mich selber unter Druck, sagen wir es so. Ich bin eine Person, die sich selber unter Druck setzt. Mein Kopf ist dann auch richtig voll und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Und deswegen mache ich jetzt nach und nach einfach ganz ruhig, ganz gediegen, dass es mir nicht too much wird, weil sonst haben wir alle ein Problem. Bei mir kommen dann keine Videos, ich setze mich unter Druck, ich, ja. Ja, ich versuche jetzt einen Sommerlook, irgendwas aufzufassen mit meinem Kleid. Das würde ich eigentlich ganz gut finden. Ich würde auch ganz gut finden, diese Palette, wie ihr hat erkennen könnt, sind da nur viele bunte Farben. Eine Crease-Farbe habe ich schon gefunden. Aber ich würde doch ganz gerne mein Lid setten. Und das mache ich einfach mit der Contouring Eyeshadow Palette. Die finde ich ganz, ganz praktisch, weil es sind zwei Töne drin. Kann man nicht viel falsch machen, sage ich mal. Funktioniert bestimmt assrein. Also ich fange oben an der Augenbraue an. Man sollte auch den Pinsel so nehmen, wo es ist. Und ich bin gerade auch gar nicht so auf Beauty aus. Ich gucke mir gerade sehr viele Reportagen an im Internet. Also ich bin schon auf YouTube, aber ich gucke mir sehr viele Reportagen an über einfach über allgemeine Menschen. Ich bin gerade auch ein bisschen abgeschottet, treffe mich eigentlich ganz, ganz wenig mit Freundinnen, wenn überhaupt.
Denn es ist mir einfach alles zu viel. Ich muss erstmal mich selbst sortieren. Kennt ihr das vielleicht, wenn ihr einfach so viel im Kopf habt, dass ihr euch eigentlich nicht mit Freunden hinsetzen wollt oder auf heile Welt sein wollt? Also ich muss nicht, ne? Ich muss nicht, aber ich möchte nicht die ganze Zeit eine frustrierte Tante sein. Das würde mich mega nerven, wenn ich mich mit jemandem treffe und der nur negativ ist, weil ich kann nur mit Menschen, die negativ sind, wenn ich selber positive Energie ausstrahle. Wenn ich nämlich negativ drauf bin, ich fange jetzt einfach an, ich nehme jetzt diesen zweiten Ton, das ist so ein schöner Orangeton. Erst dann funktioniert das, dass ich nicht selber mitgerissen werde. Also ich kann mich nicht mit Leuten treffen, denn ich bin schon vorbelastet, sage ich mal, mit meinem eigenen Schissdreck. Und wenn ich dann noch andere belaste, da ich möchte keine Belastung sein, ich muss das erstmal für mich klären. Deswegen belaste ich euch. Nein, Quatsch. Aber erzähl euch so ein bisschen von mir. Die Beratungsstelle hat mich gestern angerufen. Ich habe nächste Woche einen Termin. Donnerstag. Ich freue mich mega drauf. Die Frau hat sich sehr nett angehört. Und bin mal gespannt. Die Mutter-Kind-Kur, also die Barmer, ruft mich an. Der hat mich auch gefragt, ob jetzt irgendein Arzt mir schon gesagt hat. Aber mein Arzt hat mir damals schon gesagt, wenn ich möchte, kann ich auf jeden Fall jederzeit zu ihm zukommen. Ich kriege auf jeden Fall von ihm die Bestätigung, dass ich eine bräuchte. Und ja, und ich möchte auch nicht alleine fahren. Ich möchte auf jeden Fall meine Tochter mitnehmen, weil das ist, ich kann, könnte es nicht verkraften, ohne mein Kind wegzufahren, soweit auch noch. Am Arsch der Welt wäre das ja. Und das will ich einfach nicht. Ich will nicht die alleine zurücklassen. Will ich nicht. Ich will nicht, dass sich jemand anderes drum kümmert. Ich möchte meine Kinder, ich möchte für meine Kinder da sein. Ich habe gerade meinen Pinsel sauber gemacht und versuche das hier ein bisschen mit reinzubringen. Mit leichter Hand über das Orange und auch unten drunter. Dass einfach das wieder gespiegelt wird, was auch auf meinem Kleid ist. Und ja, viele denken oder sagen auch nicht, wenn sie überfordert sind mit irgendwas. Wieso aber auch nicht? Weil gerade die Leute, die dann überfordert sind, sind froh, dass es auch andere gibt, die ja mit der Situation einfach, ich sehe das bei ganz vielen, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe das. Einfach, ich sehe das und meine Freundinnen sagen es ganz offen. Sind auch mit sich selbst öfters mal beschäftigt. Ja, und so ist das aber. Welche Mutter ist mal nicht mit sich beschäftigt oder hat mal keine Probleme, ja? Oder irgendwas. Also, da muss das ja mega das heile Welt geben. Und oder wenn sagen, nee, in meiner Ehe gibt's sowas nicht. Ja, okay, dann gibt's das nicht. Wenn es wirklich nicht gibt, ist doch schön. Das freut mich. Aber ist das gesund, wenn man sich nicht mal zankt? Oder wenn man immer nur einer Meinung ist? Also ich und mein Freund haben echt gespaltene Meinungen. Öfters mal. Wir sind aber auch mal felsen davon überzeugt, dass das so ist, wie es ist. Ich benutze den knallroten Ton hier. Mit einem ganz kleinen Pencilbrush. Also ich muss sagen, dieses Pinselset kann ich auf jeden Fall euch empfehlen. Gerade für Schminkanfänger oder auch Fortgeschrittene. Ich habe ja en masse an Pinsel jedes... Ich habe fast jedes Pinselset von BH Cosmetics, aber das ist eins, da kann man wirklich nur mit diesem einen Pinselset leben. Gibt es dann grün? Ja, gibt es ein grün? Das kommt gar nicht so rot raus, also es ist eher so ein dunkles Pink. Aber das passt eigentlich ganz gut. Unten am Wimpernkranz hatte ich mir überlegt gehabt, diesen Aurora-Ton hier drauf zu machen, weil es ist so ein Grün mit Schimmer. Da nehme ich am besten so einen flach gebundenen Pinsel. Den habe ich zum Beispiel noch gar nicht benutzt, aber dafür wäre er gut geeignet, denke ich. Einfach hier am Wimpernkranz ein bisschen zu arbeiten.
Und dann gehe ich nebendran und guck mal, was das ist. Es ist, glaube ich, ein dunkelgrün. So. So sieht es dann in etwa aus. Finde ich eigentlich ganz, ganz schön. Ich mag das sehr gerne. Ich verblende das noch, dass es ein bisschen softer ist. Ich glaube, ich lasse das jetzt so. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich nehme mir die Contouring-Palette nochmal zur Hand und benutze diesen hellen Ton. Und den hier, den packe ich mir jetzt mit einem fluffigen Pinsel, ist eigentlich egal, einfach mal auf die beweglichen Lider, damit ich einen matten Look habe. Also so. Das habe ich früher ganz, ganz oft gemacht und dann einfach einen Lidstrich drüber. Weil ich es eigentlich ganz, ganz schön finde, wenn ja, matte Looks einfach da sind. Das gefällt mir ganz, ganz gut. So. Dann konturiere ich ein bisschen meine Face. Ich mache erstmal Blush drauf. Erstmal Blush. Da benutze ich das Make-Up Revolution. Dieses The Matte Blush in Nude, das kostet nur 4 Euro. Finde ich echt schön. Und ist echt ein schöner Ton. Also, wer da wirklich auf so matte Geschichten steht, der ist hier richtig. Und darüber packe ich nämlich diesen von BH Cosmetics. Den finde ich auch wunderbar. Das ist so ein, ja, was ist es? So ein Bronzer. So, das ist mit ein bisschen Schimmer und Glitzerpartikel. Mag ich aber ganz gerne, wenn das auch so ein bisschen ja, kräftiger auch ist. Und das Ganze verblende ich dann nochmal. So. Ich benutze nochmal diesen Pencil Brush und möchte mir im Innenwinkel ein Highlight nochmal setzen mit der Farbe. Ich finde einfach, dass es da keine helle Farbe gibt. Ich setze mir das hier mit dem ersten Ton. Das ist so ein, ja, was ist das? Ein rosa Schimmerton? Hier so ein Highlight. Das mag ich nämlich ganz gerne, wenn so, ne? Dann tusche ich ganz normal meine Wimpern. Da benutze ich die Roller Lash. Davon sind ja viele begeistert. Ich kann noch gar nichts dazu sagen. Ja, sie macht schon was her. Aber ich würde mir das nicht für 30 Euro holen. Auch nicht für 20, nicht mal für 10 würde sich das lohnen. Also es ist einfach eine ganz normale Wimperntusche. Wenn man eh keinen Lidstrich hat, dann sieht man eh die Wimpern ja viel mehr. Also von daher ist es eigentlich Wurst, was ich benutzen würde. Ja, natürlich kommt jetzt ein Highlighter. Da würde ich sagen, Cindy Luminizer würde da eigentlich ganz gut hinpassen. Da benutze ich jetzt diesen Pinsel von Real Techniques. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Den habe ich auch eine Zeit lang echt gut benutzt. Aber mittlerweile habe ich einfach meinen Überblick, ja, verloren. Der ist so roséfarben. Den gebe ich mir wie so ein Topper drauf. Das passt eigentlich ganz gut zu meinen Haaren auch. Ne? Ja, jetzt brauche ich doch den Blushpinsel, denn sonst gibt es nur harte Kanten. Ja, den weiß ich nicht. So. Ihr Lieben, mein Look ist fertig. Ich hoffe, er gefällt euch. Mir gefällt er auf jeden Fall. Es ist ein schöner Sommerlook. Ja, ich kann absolut die Palette empfehlen. Das einzige Manko ist aber,
dass es keinen hellen Ton gibt. Dieses Ei hat sich innerlich noch ein bisschen, ja, da ist ein bisschen mehr Volumen, also mehr Flachheit. Das Pinselset ist einfach top. Und ja.